Live-Update geben. Und zwar zu meinem Wahoo Bolt und auch zu meinem Cadence-Sensor. Hat sich jetzt einiges relativiert, was ich so negativ vielleicht fand. Und ja, hier mein kurzes Fazit. Mit dem Boot gefahren und prinzipiell 100% zufrieden. Es funktioniert alles, Navi super, die ganzen Strecken von Strava top, also ein Go von mir. So, jetzt noch ein kleines Statement zum Cadence-Sensor. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, also das Problem bleibt natürlich auf meiner Seite. Ihr könnt ja mal ins Video schauen, hier, ich markiere es euch oben, wie ich den in meinem ersten Video eingebaut habe. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie es wirklich sein soll. Jetzt habe ich natürlich richtig eingebaut. Der kommt hier längs an den Schuh, wenn ihr den an den Schuh macht. Und natürlich dann auch längs ans Pedal. Denkt dran, nicht quer, längs, und dann funktioniert das auch wirklich super. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Pfingstwochenende. Ich hoffe, ihr könnt euch wieder was dazu sagen. So als kleiner Abschied. Ein paar Impressionen hier von meiner letzten Tour oder von meiner jetzigen Tour. Ich bin jetzt hier gerade im Berger Kelb am Stausee, und in dem Sinne, ciao.